Seid gegrüßt und schönen guten Abend hier von der Piazza del Signore in Padua. Hier hinter mir ist das Uva. Hier gibt es Naturwein ohne Ende. Hier gibt es super Essen. Da gehen wir jetzt rein und probieren ein paar Sachen. Also mitkommen. Hello, my name is John Bolton from the Rolling Stone magazine. We are just right in front of the Lou Reed picture, one of our famous pictures. And I have here the photographer, the very famous photographer, the photo punk, Marco Zanetti. He's taking the picture for the Rolling Stone. When you take the picture? 20 years ago. Ja, wir sind hier nicht eine Traube Tonbach, sondern eine Uva Padua. Und das heißt übersetzt Traube. Ja. Mir wird es nicht glauben, der Marc und ich sind vorhin extra an der Kirche vorbeigelaufen, hier am Dom. Am Marktplatz, wir sitzen also wirklich 5 Meter entfernt von einer wunderschönen Stadt Padua. Also reisewert hätte ich nicht gedacht. Ja. Also wenn man wenn in Urlaub fährt, kann hier eigentlich mal ausfahren. Muss. Ja? Weil in Verona fährt jeder raus, aber in Padua nicht. Ist so. Ja. So. Marco. Viel wichtiger ist, wir sind hier in für mich einer der schönsten Bars der Stadt, wo früher traditionell nur Kaffee gemacht wurde. Und der neue Inhaber hat das Ding hier umgerüstet zu einer Natural Wine Bar. Hat sich einen ganz coolen Koch geholt und wir machen jetzt einen Quicken Dirty. Sprudel. Super. Super. Ja. Grazie. Grazie mille. Ja. Also es duftet auf jeden Fall schon mal super. Wenn du okay. So, hier haben wir mal was Frisches, so zu später Stunde. Was uns das Maul wieder frisch macht. Ja. Wir sind hier in den Colliugane wieder, also sprich in Villa di Teolo, ganz in der Nähe, wo wir schon gedreht haben. Und das ist auch wieder in der Flasche fermentiert. Die Rebsorte ist Glera. Und Glera ist? Wie ihr alle daheim wisst, Glera ist Prosecco. Genau, aus der Rebsorte Glera wird Prosecco gemacht. Er hat mir es vorher gesagt, sonst hätte ich es nicht gewusst. Und ich bin stolz, dass ich wieder was gelernt habe. Der lügt, der macht sich immer kleiner, als er ist. Ja. Also hier haben wir auf jeden Fall... Macht Spaß. Prost. Hier haben wir auf jeden Fall, cheers. Auch wieder dieses unverfälschte, frische, knackige, unkompliziert. Tja, der ist klar, der strahlt. Über jeden Wein lange philosophieren, ja. Finde ich. Das ist was, das machst du auch, das duftet einfach nach Birne, nach... Es hat schöne so Zitrus, fast wie Lemongrass. Bei uns im Handball haben wir früher gesagt, es ist ein Strahl, weil er so klar ist. Das ist ein klarer, gerade... Ey, und ich sag's jetzt mal, Hand aufs Herz, das hat Potenzial zum Zechwein. Das ist ein echtes Aufwand. Ja. Was hat das Alkohol? 11 Alkohol, das geht prima vormittags. Ja. Finde ich super. Wir haben auch ein bisschen was zum Snacken dazu bestellt. Das kommt jetzt gleich aus der Küche. Also, wenn ihr Lust habt, uns beim Essen ein bisschen zuzugucken, also nein, der geht Karl, nicht nur zum Frühstück, sondern der bleibt vielleicht in der Leitung. Oh, da kommt schon, guck. Lechuge. Lechuge. Was ist das? Sardelle. Schälchen. Grazie. Prego. Ja. Ja, hier haben wir einmal Ceviche von der Dorade, also sprich. Rohe Goldbrasse oder ja, das ist doch Brasse. Genau, mit ein bisschen Rettich, ein bisschen Lime und das hier erkennt man doch glaube ganz gut. Das ist was? Minze. Nein. Nee? Das kann nur Koriander sein. Hm? Natürlich. Also. Und hier, wenn du mal schauen magst, nicht, dass ihr denkt, wir können uns gar nichts mehr leisten, es gibt jetzt Dosenfutter, das sind Jahrgangssardinen,
Haben wir hier letztes Mal einen netten Beitrag drüber gehabt. Die kommen aus dem Kantabrikomeer. Die sind besonders fett und dementsprechend besonders schmackhaft. Und dann gibt es einfach ein bisschen geröstetes Brot. Ein kleines bisschen Butter, aber nicht viel. Erklär ruhig weiter, solange die Dinge hier. Ja, ist mir klar. Weil Fett ist ein Geschmacksträger. Der Koriander, aber der Wein passt super dazu. Hat von der Säure her. Ja, hier ist Leim drin, hat er schon gesagt. Genau. Hätte ich jetzt erwartet, dass es kommt ein bisschen in die Quere, aber es passt ideal. So, dann haben wir hier so einen Bite. Hervorragend. Ist genau die richtige Größe. Sharing. Das sind hier die absoluten Dosenkönige mittlerweile. Was soll ich sagen? Gruß an Fabio Häbel in Hamburg. XO Seafood, Fabio. Von deinen Jahrgangsspezialistenfreunden. Wow. Jetzt haben wir hier natürlich Fett. Wir haben Salz. Wir haben mega geiles Aroma von frischen Sardinen. Die sind, boah, das schmeckt wie eine frische Seebrise. Hier, das habe ich schon gleich probiert. Rettich. Rohseebrise. Oh, ist das geil. Ja, ich weiß nicht, was geil ist. Das ist das Problem. Das ist eigentlich das Schöne. Und dieses Zeug. Ich liebe ja so Universalweine, sind sehr dankbar fürs Sommeliers, muss ich sagen. Es muss auch irgendwie nicht immer so abgedreht und basic sein und high-end. Das trinkt man natürlich auch gerne. Das ist einfach so ein ehrlicher Schoppen. Ich liebe das. Aber das Essen ist abgedreht. Also, unser Quick and Dirty. Unser Tipp, wenn ihr es mal gerne schnell und dreckig haben wollt, in Padua, kommt ins Uber. Hier gibt es cooles Zeug zum Trinken, verdammt cooles Zeug zum Essen und auf jeden Fall eine lockere Atmosphäre, um das Ganze auch entspannt genießen zu können. Genau. Ja. Ja, von der Sendung kann man nur sagen, demnächst machen wir auch mal ein Quick and Dirty nur mit Sardellen. Ich hätte vor 10 Jahren keine Sardelle gegessen, heute liebe Sardellen. Und das steuert hier weltweit. Ist doch gar nicht mehr streng, oder? Oh, ja. In diesem Sinne. Tschüss. Thank you.